Herzlich willkommen, Zeit für Sport im Osten. Schön, dass Sie da sind und Sie sollten auch da bleiben. Denn bei uns gibt es heute nicht nur alle Tore, alle Punkte, sondern auch einen kleinen Einblick in die verrückte Trainerwelt von Klopp, Stipic, Köhler und Co. Wer kommt, wer geht, wer bleibt, Gerüchte ohne Ende. Und so ein Trainerstuhl, der wird hier und da schneller zum Schleudersitz, als man denkt. Tja, es gilt halt immer wieder die alte These, Augen auf bei der Berufswahl. Tja, aber bisher haben die Erfurter trotzdem wenig Grund zur Freude. Auch nicht mit Christian Preußer an der Seitenlinie. Der ist heute mit seinen Rot-Weißen in Chemnitz zu Gast. Und während Preußer wohl eher schwer nervös ist, strahlt sein himmelblauer Gegenspieler Carsten Heine Ruhe aus, oder? René Kindermann ist für uns in Chemnitz. Was kann uns deine ausgefeilte Beobachtungsgabe denn aus Chemnitz berichten, René? Der 29. Spieltag in Liga 2 und mehr als die Hälfte der Partien sind schon gespielt. Die Ergebnisse jetzt schön hübsch. Aber insgesamt verbleiben noch 6 Spiele, 18 mögliche Punkte also für Aue, um das Erzgebirge in der Liga zu halten. Und er soll der Heilsbringer werden. Vom Namen her könnte es ja gar nicht besser passen, denn jemand, der Wood heißt, also Holz oder Wald, der kann ja im Erzgebirge doch eigentlich nur Glück und Jubel bringen. Bobby Wood. In der Winterpause von 1860 geholt, traf er dann in 3 Spielen, gleich 2-mal. Dann verletzte er sich und jetzt ist er wieder zurück. Bobby Wood für Aue. Und wie viel aus der Hoffnung wird, das sehen wir morgen. 13.30 Uhr empfängt Aue den FSV Frankfurt. Die Ligakollegen aus Leipzig, die müssen sogar erst am Montagabend ran. Und zwar bei den Teufeln auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Und vielleicht hat jemand heute in der Zeitung die Schlagzeilen gelesen. RB soll am nächsten Bundesliga-Transfer tüfteln. Der Name Ibisevic von Stuttgart tauchte auf. Und das hat in Leipzig für jede Menge Wirbel gesorgt. So sehr, dass RB sich dazu auch prompt tatsächlich mal selbst äußern wollte. Und gestern mussten die Leipziger nach Großwallstadt, aber eigentlich ist es relativ egal, wohin sie müssen, denn Leipzig ist die beste Auswärtsmannschaft. Ob gestern Abend also auch wieder gejubelt wurde, das verrät Ihnen jetzt Julian Wiegmann. Boxer aus Freiburg war in letzter Zeit etwas verwundert, meinte fast schon hier und da erste Verschleißerscheinungen feststellen zu können, im hohen Alter von immerhin 25 Jahren. Deswegen soll jetzt Hightech aus Leipzig helfen und wir waren da dabei. Ja, wie soll es anders sein? Es gibt mal wieder Neues in Sachen Plauen. Denn das Berliner Landgericht, das im Februar noch eine einstweilige Verfügung festgelegt hatte, hat diese Verfügung jetzt vorerst außer Kraft gesetzt. Die Tabelle gilt jetzt also wieder ohne VfC-Spielpunkte und demnach müssten Plauen und die Rückzieher von Union Berlin 2 die Regionalliga verlassen. Bedeutet auch, dass alle anderen den Klassenerhalt sicher haben. Aber wie soll es eben anders sein? Die Geschichte geht weiter. Im Mai steht ein Termin bei Gericht an. Erste Rollstuhl-Basketball-Bundesliga. Da geht es in den Playoffs für die Thüringer um die Meisterschaft. Heute gab es eine 59-74 Niederlage bei Lahndill. Das erste Spiel hatte RSB ja gewonnen. Es steht also 1:1. Morgen dann das entscheidende Spiel. Und zum Schluss sagen wir heute, welche Überraschung. Tschüss auch zu ihm hier, zu Christoph Stephan. Er verabschiedet sich vom Biathlon-Zirkus, beendet seine sportliche Karriere, in der er unter anderem auch 2 WM-Medaillen sammeln konnte. Tja, und wir werden ihn nicht nur in der Loipe vermissen, denn bei Kralle, wie ihn seine Kollegen und Fans nennen, passt einfach kein Blatt vor dem Mund. Niemals. Zum Glück, was gesagt werden muss, das muss halt einfach auch gesagt werden. Einer, der es heute ganz spannend gemacht hat und auch ein bisschen in der Hand hatte. Christoph Stephan, was war los beim letzten Schießen? Ja, keine Eier. Ja, das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Ehrlich auf den Punkt gebracht und mich etwas aus der Fassung. Also alles Gute, Christoph Stephan, und Ihnen noch einen wunderbaren Abend. Nicht vergessen, morgen 16.30 Uhr sehen wir uns wieder. Wenig. Bis dahin.